Welche Faktoren beeinflussen die Häufigkeit der Sichelzellenanämie? Sichelzellenanämie ist eine genetische Erkrankung, die durch DNA-Mutationen gekennzeichnet ist, die Veränderungen des Hämoglobins in roten Blutkörperchen verursachen. Der Name Sichelzellenanämie kommt von der Sichelform, die rote Blutkörperchen als Folge der Krankheit annehmen. In erster Linie betrifft die Krankheit nur Personen, deren Vorfahren aus bestimmten Regionen stammen, wie zum Beispiel Afrika, Saudi-Arabien und einigen Mittelmeerländern. Zu den Faktoren, die die Häufigkeit von Sichelzellenanämie beeinflussen, gehören die Geografie, die Prävalenz von Malaria und die Genetik der Eltern und der jüngsten Vorfahren einer Person. Da es sich bei dieser Mutation um eine genetisch vererbte Erkrankung handelt, ist die Genetik der Hauptfaktor für die Häufigkeit der Sichelzellenanämie. Beide Elternteile müssen die Mutation tragen, damit ein Kind die Krankheit haben kann. Eltern können die Krankheit haben oder lediglich Träger des Sichelzellenmerkmals sein. Laut Studien haben ein Kind, das von Eltern geboren wurde, die beide das defekte Gen haben, eine 25-prozentige Chance auf Sichelzellenanämie und eine 50-prozentige Chance, Träger zu werden. Die Geografie spielt eine wichtige Rolle bei der Häufigkeit von Sichelzellenanämie. In tropischen und subtropischen Regionen, insbesondere in Afrika südlich der Sahara, ist der Anteil der Betroffenen am höchsten. In Nigeria wird geschätzt, dass bis zu 40% der Bevölkerung Träger des mutierten Gens sind. Solche Raten erhöhen die Häufigkeit von Sichelzellenanämie, da es wahrscheinlicher ist, dass beide Eltern das Gen tragen. Während Statistiken zeigen, dass bestimmte Regionen der Welt eine höhere Rate an Sichelzellkrankheiten aufweisen, unterscheiden sich die Arten der Sichelzellenanämie in bestimmten Regionen. Einwohner von Saudi-Arabien und Senegal zum Beispiel weisen typischerweise eine mildere Form der Sichelzellenanämie auf als Bewohner in Afrika. Die Wissenschaftler erklären diese Unterschiede, weil verschiedene Völker unterschiedliche spontane Mutationen in den Genen hatten, die mit der Sichelzellenanämie zusammenhängen. In der Vergangenheit blieben die Bewohner einer bestimmten geografischen Region in der Nähe der Häuser ihrer Vorfahren und verhinderten so das Aufkommen genetischer Mutationen oder die Ausbreitung bestimmter Arten von Mutationen in andere Regionen. Neben der Genetik ist die Prävalenz von Malaria in einer bestimmten Region der größte Faktor, der zur Häufigkeit der Sichelzellenanämie beiträgt. Malaria wird durch einen Parasiten verursacht, der sich zumindest zeitweise in roten Blutkörperchen aufhält. Sichelzellende Zellen können den Parasiten nicht unterstützen und sterben typischerweise, bevor sich der Parasit replizieren kann. In vielen Regionen bietet dieser erbliche Widerstand gegen Malaria der Bevölkerung eine integrierte Verteidigung. Unglücklicherweise ist das Ergebnis eine erhöhte Häufigkeit von Sichelzellenanämie bei Bewohnern, da mehr Menschen mit der Mutation einen Ausbruch überleben können.